lade ich jetzt mal Vicky ein, Victoria, die hier auf diesem Platz, hier in der Nachbarschaft, im Frühling, im Sommer viele Demonstrationen organisiert hat gegen den Corona-Wahnsinn. Wir erinnern uns, wir waren unter diesen Bedingungen der ersten Eindämmungsverordnungen 50 Demonstranten und 500 Polizeiautos. Das war ein besonderes Erlebnis. Und die das organisiert haben, das waren Monique und Victoria. Und Victoria, du redest jetzt zu uns. Ja, jetzt wurde ich ein kleines bisschen überrascht von Christoph, aber da... Ja, genau, also eigentlich muss ich gar nicht weiter dazu sagen, weil ich meine, bei den hochrangigen Gästen, die wir heute hier vor Ort haben, brauche ich eigentlich gar nicht viele Worte verlieren, außer dass ich mich freue, dass der Platz natürlich wieder mal richtig gut gefüllt ist. Seit dem 1. Mai stehen wir ja jetzt hier in Cottbus schon auf der Straße und organisieren verschiedene Demos gegen diesen Corona-Wahnsinn. Und ja, ich kann mich einfach nur bei euch bedanken, dass ihr alle hier seid und dass wir hier zusammen weitermachen. Dankeschön. Vielen Dank, Victoria. Ja, ich sehe, es ist schon luftiger geworden. Vielleicht kann man doch mal ein klein bisschen Platz schaffen, damit der Platz richtig schön groß gefüllt ist.